Oh, es gab wieder neue Patches. Uiuiuiui. Drei Stück? Okay. Wir setzen fort. Sister Dawn, hallöchen! So, also jetzt erstmal die ganzen Mitteilungen ausblenden. Da kümmern sich die Teamleiters drum. Da haben wir jetzt eher wenig Bauchschmerzen. Jetzt lassen wir das Ganze erstmal langsam weiterlaufen, damit wir uns erstmal zurechtfinden können. Also, wo stehen wir? Dr. Mo, meine Lieben, ist beschäftigt mit, entwirft gerade Z2D4. Entwickelt nichts. Paul entwickelt gerade die Z-Box 1. Okay, da waren wir da wollten wir unsere neue Hardware-Firma bisschen, oder unsere neue Hardware-Fabrik, wollten wir da ein bisschen ausbauen, um die Z-Box rauszubringen. Die nächste Veröffentlichung ist in 2 Jahren, 1,5 Jahren, im Juni 96 kommt die Z-Box 1 raus. Unsere erste eigene Heimkonsole, die wir eigenständig auf den Markt bringen wollen. Okay, wir machen Support, da ist nicht so krass viel in der Warteschlange. Wir haben hier 86.000 Nutzer bei Z-Büro 5. Okay, Z3D1 ist auch raus, 6.000 aktive Nutzer. Und da sind wir jetzt hier unten, ZOS2, unser neues Computersystem, unser Betriebssystem, ist schon in der dritten Iteration, genauso wie der Z-Store. Das ist aber, machen das die gleichen? Nee, oder? Das haben wir aufgeteilt. Ach nee, Quatsch, das ist ja im Entwurf alles. Das machen die Entwurfsleute. Aber da ist ZOS priorisiert. Also die entwickeln lieber an ZOS als am Z-Store. Der ist uns auch nicht so wichtig. So, ein paar Bugfixes sind durchgegangen. Das ist in Ordnung. Da müssen wir mal schauen, wann wir die finishen. Ja. Das Gebäude sieht aus wie meine alte Oberschule. Ey, aber der hat nicht so einen coolen Zwischengang gehabt, oder? So ein Glasgang hier in der Mitte drin, weißt du? Das ist nochmal anders. Ja, und auch nicht so ein cooles Treppenhaus hier. Das ist bestimmt nicht. Ja, das hat nur Zwergsoft. So. Was ist denn jetzt mit ihnen hier los? Was ist hier? Ja, hier kommen alle, ganz schöner Stress hier gerade, ja. Ganz schöner Stress hier gerade beim Reinfahren. So kommt keiner über die Straße drüber. Wir haben wahnsinnig viele Fahrradparkplätze, ja, die nutzt auch kaum einer. Schweinebären. Hallo, Hoddy. Und Luca, grüß dich. Ja. Gucken wir mal. Große Bratkartoffeln mit Speck und Ei. Hoddy genießt wieder. Schön. Ah, jetzt kommen doch ein paar mit dem Fahrrad. Schön. Er versucht es aber auch eisern, ne? Eiskalt dadurch. Eieiei. So. Unsere Windräder laufen. Ja, im Winter Fahrrad fahren, das geht schon, ist doch geräumt hier. Ja. Es ist doch geräumt. Rein, einen wunderschönen guten Abend, hi. So, okay, also, wo stehen wir gerade noch bei anderen Sachen? ZOS 1 wird tatsächlich noch richtig Budget reingebuttert, ne? Das ist hier unten. Luki hat ein Problem, er kriegt mehr Geld. Wir lösen das einfach, indem wir unseren Mitarbeitern unverschämt viel Geld bezahlen. Ja, dann werden alle Probleme gehören an der Vergangenheit an. So. Okay. Soweit, so gut. Und Dennis, auch dir einen wunderhübschen guten Abend. Hi. Ich gucke jetzt gerade mal, wir wollen oder unser Plan sollte natürlich auch sein. Unser Plan sollte jetzt auch sein, dass wir demnächst jetzt hoffentlich mal mit den ZOS weiterkommen. Und das schaut gut aus. Also wenn ich jetzt so mal gucke, die Entwicklung, das Design läuft.
Wobei man nicht vergessen darf, die designen gerade an drei Sachen. DocDoc Mo hat ja den Z2D4 auch gestartet. Und der geht ja auch noch weiter. Wir können gerade da nicht mehr machen draus. Wie schaut es denn bei dem Z-Store aus? Puh, die Bandbreite ist halt enorm, ne? Ich hoffe, die... Das können, das, ja... Was bitte? Also unser Hosting ist unser stärkster Server, den wir haben. Der hat 16 Gigabit pro Second. Und der braucht eine durchschnittliche Bandbreite von 145,8. Bitte? Wie sollen wir denn das machen? Das sind schon die modernsten Server, die auf dem Markt zu kaufen sind. Noch moderner geht aktuell gerade gar nicht. Leonberg Löwen, wunderschönen guten Abend. Server ausbauen. Nee, das sind die besten, die wir haben. Wir könnten den ganzen Raum vollstellen, das wird nicht reichen. Uiuiui, ich sehe da große Probleme auf uns zukommen, Leute. Ich sehe... Huch. Ich hoffe, bis dahin... Wann kommen die nächsten Server raus? Lass mal schnell schauen. Die größeren 2000 gibt's die. Das ist noch ein bisschen hin. Großes Server Rack, Big Server Rack, Shelf Server, okay. Ja, was hat. Sehen wir, was der kann? 10 Gigabit schafft der Bandbreite. Der schafft hier, der große schafft 50. Warum schafft denn der so wenig? Vielleicht ist. Aber der braucht deutlich weniger Lärm. Oder okay, der macht viel, viel weniger Lärm. Okay. Braucht deutlich weniger Strom. Ach, krass, okay. Cool. Der schafft 5, der Server-Rack hier. Okay, das wird wild. Ach, ja. Peter sagt gerade, ich habe angefangen, die Produkte im Abo anzubieten und in dem Zeitpunkt durch die Decke gegangen. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das bei Zeiten mal machen. Die Abo-Preise sind ja deutlich geringer, aber das ist das dann trotzdem völlig verrückt, weil du ja für jeden aktiven Nutzer Geld bekommst und der zahlt dir ja trotzdem jeden Monat. Das ist halt ist völlig verrückt. Also ist völlig irre dann. Da kannst du natürlich richtig was machen. Das geht aber besonders gut bei Software, wo du richtig beliebt bist. Ja, also wo du richtig bekannt schon bist. So alles über 3 Herzen rauswärts. Geht das richtig gut. Also wir könnten den neuen 2D-Editor, den Z2D4, der ist ja noch eingestellt, oder der ist schon eingestellt. Der wird auch gerade entworfen schon. Aber den Nachfolger, den Z2D5, den könnten wir zum Beispiel dafür hernehmen, den als Abo-Modell anzubieten. Da haben wir das auch schon überlegt. 3D-Editor macht jetzt noch keinen großen Sinn. Aktuell zumindest. Ja, Bürosoftware. Wir könnten Pauls Team bei Zeiten mal in Bürosoftware noch eine neue in die Hand drücken. Z-Büro. Jetzt warte mal ganz kurz. Wie waren das noch gleich? Wie konnte ich denn... Projektmanagement. Einstellungen. Da war's. Okay, der ist Dr. Mo ist im Design ziemlich fertig. Aber, Paul hat richtig krasse Design-Skills, ne? Guckt euch das mal an. Also, Paul wäre ready für den nächsten Design-Schritt. Paul wäre ready dafür. Dem könnte man das geben. Ey, guck mal, hier wird ordentlich gespachtelt, ne? Also, unser... Ich hätte nie gedacht, dass unsere Kantine so beliebt ist, ne? Wirklich nicht. Dass da überhaupt einer reingeht. Das ist im Übrigen der weltbeste Schnitzelpudding, den ihr je gesehen habt. Bei Zwergsoft gibt es nur Schnitzelpudding, den ganzen Tag. Für alle Mitarbeiter frei. Ja.
Also wenn ihr den ersten und einzigartigen Schnitzelpudding haben wollt, dann müsst ihr bei Zwergsoft anfangen. Unsere Teamleiter entwickeln sich allerdings unglaublich schlecht. Ja, die Köche, die machen das schon, ja. Die kommen bloß bei der Menge an Leuten einfach nicht hinterher. Also selbst mit dem Aufzug. Der Aufzug ist ja quasi hinter der Tür, ne? Also auch hier, die müssen theoretisch hier rum und könnten hier... Das ist nicht weit, ja. Und hier ist es ja direkt dann... Da kommen sie raus und gehen einfach nur rum. Also die könnten das schon machen, dass sie die Kantinen besser beliefern. Aber die sind einfach kapazitätstechnisch. Die versuchen zuerst den untersten Tisch aufzufüllen. Und das ist das große Problem. Theoretisch bräuchten wir Tag und Nacht mehrere Köche, die das alles immer auf Stand halten. Das ist immer einfach zu wenig. Markus, du kannst zu einem Team hinzustoßen, als Teamleiter. Aktuell gibt es bei uns nur Teamleiter. Aber, jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken, wer das Arbeitsumfeld Führung. Wir haben nur zwei Teamleiter gerade offen. Wenn wir ein paar mehr Teamleiter haben, dann mache ich heute nochmal ein kleines Ticket auf. Ja. So. Lass mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt keine große Veröffentlichung, die jetzt im Augenblick ansteht. ZOS 2 ist schon in der Iteration drinnen. Also das ist jetzt der letzte Schritt, bevor es in die Entwicklung geht. Und dann gehen wir voll in die Entwicklung bei ZOS rein. Und dann hoffe ich bis dahin, dass wir hier keine Probleme kriegen werden. Ich will vermeiden, dass unsere Entwickler mit zu viel Software aufeinander draufhauen. Ich würde auch sagen, dass wir ein eigenes... also der Plan ist ja sowieso, dass wir das... Hier ist ja nur der erste Teil unseres Bürogebäudes. Hier kommt ja der zweite hin. Meine Überlegung war eigentlich die gewesen, dass wir hier so die Entwicklung machen. Also quasi die Forschung und sowas. Da würde ich aber trotzdem ganz gerne nochmal ein paar Etagen hier rausnehmen und da nochmal ein eigenes Design- und Entwicklungsteam nur für Betriebssysteme reinbauen. Sprich, also quasi, dass wir wirklich ein eigenes Team haben, wo ich selber drüber steuere. Ja? Also, dass wir unser Betriebssystem immer selbstständig entwickeln. Ich mag das selber, ja. Ich mag das nicht an irgendein Team geben, sondern das ist unser bestes Produkt am Ende des Tages. Oder könnte es zumindest sein. Das Beste ist aktuell 2D-Editor. Aber wir entwickeln jetzt reihum weiter Betriebssysteme. Und mit den Betriebssystemen kommen wir einfach daran. Das ist der Plan. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt der Einfachheit halber sagen, wir pausieren jetzt mal Z-Store und lassen das mal gerade nicht weiterentwickeln, damit wir endlich mal ein bisschen in die Gänge kommen. Was sagen unsere Designer? Das ist natürlich auch ein großes Problem hier oben, ne? Wir haben, unser Design-Team ist zu klein eigentlich. Für die Menge an Designaufgaben, die wir gerade haben, ist unser Design-Team eigentlich underpowered. Das waren die Update-Leute hier. Nee, Quatsch, hier sind ja nochmal Designer. Stopp, alles zurück. Wir haben ja nochmal Designer hier drin. Die sind aber hier nicht mehr dabei. 3 und 4 sind hier nicht drinnen. Ich mach die jetzt damit rein. Groff, das geht. Du kannst auch nur reine... Das Ding ist halt, du musst in dem Segment, in dem du dich bewegst, musst du halt gute Software rausbringen. Dann wirst du beliebt, deine Firma wird bekannter und vor allen Dingen die Anerkennung deiner Fans ist da. Unsere Firma hat zum Beispiel gerade 2,2 Millionen Fans. Oh no. Echt jetzt hier... Really? Oh. Ja. Wir haben hier halt überhaupt nichts drin, ne?
Habe ich das irgendwie falsch gemacht? Jetzt geht's. So, alles gut hier oder irgendwo Probleme? Scheint gut zu sein. Damit haben wir das Ding jetzt auch ein bisschen besser beleuchtet, das ist okay für mich. Und Turner Lifestyle, einen wunderschönen guten Abend, hi. Ich würde die Firma von Grund auf neu gestalten an deiner Stelle. Wieso denn? Läuft doch. Läuft doch prima. Also momentan, wir haben echt gut Geld, wir haben auch wahnsinnig viel Kohle auf der Bank, also von daher sehe ich da wenig Bedarf, da jetzt nochmal komplett alles auf Anfang zu setzen. Ja, wir haben ja im Prinzip so eine Art Zweischichtsystem für die Designer, das reicht mir, nur die Programmierer sind ein bisschen länger da, das finde ich aktuell gar nicht so schlimm. Wir haben das alte Lion OS. Wie viel haben wir auf den Hosting-Servern gerade drauf? Okay. Wir nehmen beide an. Beide Aufträge. Für unser. Also, wir haben jetzt da nochmal. Wir sind jetzt auf 1% Auslastung hier drauf. Mal gucken, wie lange das dauert. Schauen wir mal, ob es sich noch aktualisiert. 1,3, Entschuldigung. Wir haben 1,3% Auslastung jetzt auf unserem Hosting-Server. Ja. Update Z3D fertig machen. Ja, da könnte man tatsächlich machen. Wenn die fertig sind, geben wir das denen nochmal, machen wir das fertig. Ja, das scheint hier zu klappen. Jetzt sind die fertig. Dann machen wir Z3D auch gleich nochmal das nächste Update raus. Im Entwicklungsserver, Teams, die mit beauftragt sind, sind die Update-Leute. Das machen wir weiter, ne? So. Guter Einwand. Guter Einwand. Dr. Mo? Der hat die Künstler mit drin, oder? Entwicklungsteams? Oh. Oder waren das bei den Sekundärentwicklungsteams? Ne, da waren nur die Designer noch mit drin. Du hast recht. Der braucht noch Künstler. Guter Einwand. Und bei ihm war das aber auch. Da waren die Künstler drin. Ja, okay, passt. Die können auch mehrfach arbeiten, das ist okay. Weil die haben oft Leerlauf, die Künstler. So. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, die Iteration hier dauert noch extrem lang. Die dauert noch extrem lang. Die andere haben wir pausiert. Da wird noch. Also, die sind ja eh schon doppelt drin. Also, mal gucken. Alter. Es ist so ein bisschen was los hier, ne? Vor allem in den ganzen großen Sammelteams, ja? Oder in den großen Sammeldingern hier vom Design, da geht halt auch was, ne? Ja. Was haben wir hier noch? Tropfnase. Tropfnase muss wieder weitergebildet werden. Wo bilden wir fort? Teamleiter. Fortbilden. Tropfnase. Ah. Oh yes. Tropfnase macht ja das P3, Programmier-3-Team. Ja. Wir könnten Tropfnase. Tropfnase hat noch 4 Punkte. Wir könnten Tropfnase Meetings halten lassen.
Das wäre super interessant. Wir könnten aber auch Tropfnase sich drum kümmern lassen, sich quasi die Ausbildung der Mitarbeiter selbstständig sich drum zu kümmern. Das macht die Sache sehr angenehm. Ich würde sagen, das hat jetzt erstmal Priorität. Wir schicken Tropfnase auf Schulung, damit Tropfnase auch die neuen oder die Mitarbeiter im Team, ja, das sind ja auch ein paar, damit das funktioniert. Wie viel hat Tropfnase denn eigentlich? BMP3 war das, ne? 10 Mitarbeiter, immerhin. Ja, da kann man sich auch ein bisschen um die Ausbildung kümmern. Dann geht das mal ein bisschen weiter. Schön, dass ein Teamleiter mal ein Update hat oder generell auf Schulung gehen kann. Das passiert super wenig, also super selten, dass ein Teamleiter momentan auf Schulung geht. Das ist super, super außergewöhnlich eigentlich. Früher war das Standard, da bist du gar nicht hinterhergekommen. Da warst du froh, dass du die Teamleiter hattest, damit du dich mit dem ständigen Ausbildungsgedöns nicht beschäftigen musstest. Hier unten rauskommen, legen wir die zwei Büros zusammen und machen den Korridor wieder breiter. Weil viele gehen auch hinten ins Treppenhaus, die nutzen den Aufzug gar nicht so. Ja. Der Store macht... Das Problem ist, wir haben jetzt aktuell 95. Da ist mit Stores noch nicht so die Wucht zu verdienen, sondern da kriegst du wahnsinnig viele Nutzer, die deinen Support verstopfen, aber dir eigentlich werden dir keine Contracts gebracht. Also keiner, das ist nicht, also wenn du jetzt überlegst, wir wären ein Z-Store und da kannst du Spiele und Software drauf kaufen, ja? Und online direkt runterladen. So, das ist eine super Sache, kennen wir ja. Gibt ja genug Anbieter, die das bei uns auch machen. Aber 95 hast du das Problem, dass keiner... also keiner bei dir noch außer deine eigene Software dort anbieten möchte. Dass wir überhaupt ein Hosting aktuell haben für sowas, ist ja schon. Wir hatten ein Hosting und sonst auch nichts mehr und können unseren Server gerade mal zu 2,4% auslasten, weil einfach zu wenig Aufträge kommen. Machst du dann einen eigenen Store-Server? Ja. Den setzen wir auf einen eigenen Server rum. Das wird wichtig werden, weil der auch enorm viel Bandbreite braucht. Da haben wir einmal Hosting und dann nehmen wir einfach den Store-Server als eigenen Teilbereich nochmal, damit wir das schöner skalieren können. Der kriegt auch einen komplett eigenen Raum unten, ne? Also da werden wir dann schauen, dass wir diesen Bereich lassen und dass wir diesen Bereich hier als neuen Store-Bereich nutzen können. Ja? Dann kommt hier ein eigener Kellerraum nur für den Store quasi rein. Wird eine wilde Sache. Würde ich eigentlich auch... Naja gut, wir haben noch kein Entwicklungsdatum, gar nichts. Da brauchen wir uns noch nicht drum kümmern. Da sehe ich uns erstmal noch in ZOS 2. Da nochmal... Also wie gesagt, bei Betriebssystemen ist das Ding halt so. Ein Herz vollständig zu haben, ist schon gar nicht so schlecht. Zwei ist natürlich super, weil die potenzielle Kundenreichweite im Bereich Betriebssystem ist enorm. Die ist riesig, ja. Und wenn ich jetzt mal gucke, ZOS 1, schauen wir mal, können wir das porten eigentlich? Ach ja, ne. Entschuldigung, vergesst, was ich gesagt habe. Details. Das ist unser ZOS 1, ne? Das ist, hat sich verkauft, was haben wir verdient? 150 Millionen. Ausgegeben haben wir 50 Millionen, ja, und die potenzielle Kundenreichweite ist 138 Millionen Leute. Ja. Also da ging noch ordentlich was. Na? So. Und jetzt ist das Ding. Wie schaut's denn da mit der Competition aus? Ihr seht das jetzt hier. Was wir nicht sehen wollen, ist mehr das Tiger-Betriebssystem. Das juckt uns nicht die Bohne. Und jetzt ist Tiger X3 rausgekommen. Es löst jetzt Tiger X2 ab. Und schau mal, was die für eine Marktreichweite haben. Irre.
Also dafür, dass das ist letzten Monat scheinbar ziemlich am Schluss rausgekommen und jetzt geht das durch die Decke, aber sowas von steil. Das Lion OS, mit dem sind wir auch gleich auf. Also das ist unser direkter Konkurrent. Das können wir hier auch nochmal ausblenden, dann sehen wir es vielleicht jetzt nochmal besser. Das Lion OS ist das Blaue. Das ist unser aktueller direkter Konkurrent. Das Tiger-Betriebssystem ist einfach nochmal eine Etage größer. Das heißt, wir gehen jetzt in ZOS 2 rein. Lion ist schon im zweiten, ja, und Tiger sogar schon im dritten. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich hergehen und ein Betriebssystem nach dem anderen rausstampfen. Damit auch durch die neuen Releases immer unser Betriebssystem bekannter wird und natürlich sich weiter verbreitet. Und damit kannst du das ähnlich machen, wie wir es ursprünglich gemacht haben beim Z2D4 war das, glaube ich. Nee, beim Dreier. Da war es ja so, dass im Prinzip, da ist Z2D2 und da ist Z2D3. Und das ist schon mal nicht schlecht. Wo war denn das? War das bei Z-Büro? Bei Z-Büro war das, glaube ich. Wo wir die Konkurrenz im Prinzip zerstört haben, wo es einfach keine Konkurrenz mehr gab dann irgendwann. Ich weiß nicht mehr, bei welchem das war. Beim 3D? Nee. Beim 3D, das ist zu neu. Da sind wir auch nur zu unbekannt. Ich glaube, beim Büro war es. Gibt es im Prinzip keine Konkurrenz mehr. Da sind wir komplett außen vor. So, hier machen wir nochmal einen Bugfix raus. Und machen natürlich gleich das nächste Bugfix-Ding rein. Ja, einfach damit das immer schön läuft. Und beim ZOS machen wir natürlich auch ein Bugfixing rein. Haben wir dann noch ein... da können wir auch nochmal ein neues Update rausbringen. ZBüro 5 verkauft sich auch gut, ne? Also 130.000 Nutzer, das ist schon ordentlich. Ändert sich eigentlich die Entwicklungszeit durch die Anzahl der Design-Iterationen? Ich glaube tatsächlich, dass das gar keinen großen Unterschied macht. Am Ende kommt ein Designball raus. Die Frage ist nur, wie gut dieses Design am Ende ist. Ja, das hat Auswirkungen darauf, wie am Ende die Qualität auch ist. Ja. Deswegen macht das die Entwicklung, glaube ich, würde ich mich jetzt arg täuschen, aber ich glaube nicht, dass das die Entwicklung aufwendiger macht am Ende. Also die Aufteilung ist trotzdem dieselbe, es wird halt einfach immer nur, man macht sich ein Konstrukt, sagt er, okay, das ist ganz cool, was ändern wir in der nächsten Iteration? Weißt du, einfach immer wieder nochmal komplett einen Rework drauf machen und dann kommt am Ende halt ein besseres Produkt raus, wenn du die Iterationen komplett durchlaufen lässt, wird die Qualität des Produkts einfach besser. Da muss es natürlich gut programmiert sein und das dürfen nicht vorher, also muss auch schon fertig werden, die Bugs müssen raus und dann kriegst du halt ein richtig geiles Produkt am Ende hin. Also, wenn ich jetzt mal so schaue, was ist denn bei unseren Betriebssystemen? Wir haben ja hier ganz viele Sachen rumexperimentiert. Wir haben zum Beispiel hier hervorragend Inspiring, ja. Also wir arbeiten jetzt hier schon mit wirklich krassen Geschichten. Ja gut, wir hauen auch mittlerweile marketingtechnisch ordentlich raus, ja. Das ist halt auch wild. Ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte, wir haben so wenig Fahrradfahrer, aber das stimmt gar nicht. Wir haben richtig viele Fahrradfahrer eigentlich. Wenn bei uns Vollbetrieb ist, dann sind die Fahrradparkplätze fast zu wenige wieder. Krass, hätte ich nicht gedacht. Okay. Naja. Sag mal. Ja, ich weiß wieder, das Betriebssystem dauert ewig und 3 Tage, bis es fertig wird. Haben wir hier oben noch? Ja gut, das ist nochmal, wenn das hier weg ist von DocDocMo, dann geht das auch nochmal einen Ticken schneller. Ich bin mal gespannt, wann kommt denn der nächste PC raus? Das dürfte doch auch nicht mehr lange hin sein. Ist schon! Aha. Ist weniger haltbar. Auch die Leistung ist nicht so gut. Also der Laptop ist gar nicht mal so geil. Im Verhältnis. Er macht aber weniger Lärm und die Umgebung hübscher. Und braucht weniger Saft.
und hält weniger lang. Doc, Doc, hau rein jetzt. Mach fertig das Ding. Sollen wir auf den Laptop upgraden oder nicht? Also, Strom ist uns egal, wir haben Windräder. Na, also der Vorteil ist es nicht. Die Haltbarkeit wäre so ein Ding, aber wir haben auch einen Reparaturservice, also auch da kein Stress. Durchschnittlich, es kostet uns einfach schlicht weniger, die Laptops zu nutzen, weil die einfach im Betrieb billiger sind. Kostet uns jedes Gerät hier, was ist das? 127 Krötis im Monat. Und der andere kostet halt nur 96 Krödis. Und dafür macht er halt, wie gesagt, das Büro schöner und den Lärm ein bisschen weniger. Und die Leistung ist aber auch schlechter. Ich lasse das mal, ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Florian, wunderschönen guten Abend. Lass die alten PCs. Nein. Juchen, wunderhübschen guten Abend. Hi. Na, wie geht's dir? Hallöchen. Habe ich viel verpasst? Nee, wir entwickeln gerade weiter. Also es ist alles noch... Wir sind gerade dabei, unser neues Betriebssystem fertig zu designen. Und Dr. Mo kommt nicht aus dem Knick.